Okay, gut. Ja, liebe Minis, bin ich wieder da. Heute die zweite Sendung oder zweite Teil. Und wir sind ja heute am Gründonnerstag und ich erzähle euch kurz die Geschichte vom letzten Abendmahl. Und ich habe hier eine Bibel und da sehen wir die 12 Apostel rund um Jesus versammelt. Da ist der Philippus, der Bartholomäus und dann ist da der Thaddäus, der Jakobus, Matthäus und Simon und Johannes, Jesus selber, Petrus und Judas und wie sie alle heißen. Und bevor Jesus ihnen dann das letzte Abendmahl gereicht hat, bevor sie das bekommen haben, hat er ihnen die Füße gewaschen. Und einer von diesen Aposteln hat sich gewehrt, hat gesagt, nein, das darfst du nicht. Das wäre die erste Frage. Wie heißt dieser Apostel? Und zwar kannst du das im Johannesevangelium nachlesen, im Kapitel 13. Jesus ist dann mit den Aposteln weggegangen, nachdem sie dort gefeiert haben, und geht auf den Ölberg. Und am Ölberg, da nimmt er drei Freunde mit. Sie sollen mit ihm beten. Und Jesus betet dort, schwitzt Blut. Und die drei Freunde sollen beten, aber sie schlafen immer wieder ein. Immer wieder ein. Wie heißen denn die drei Freunde? Das wäre die zweite Frage. Und die dritte Szene ist dann der Verrat. Judas hat ja mit der Tempelwache ein Zeichen ausgemacht, hat gesagt, was hat er gesagt? Wen sollen sie denn festnehmen? Durch welches Zeichen hat Judas Jesus an die Tempelwache verraten? Hat gezeigt, dieser ist es. Das wäre die dritte Frage. Also wenn du die Antworten weißt, dann schick sie bitte wieder mir, und zwar wieder auf meine Privatadresse auf 0676 8772 8633. Übrigens, die Fußwaschung noch einmal im 13. Kapitel im Johannesevangelium und die Geschichte vom Ölberg von den drei Freunden findest du im Markusevangelium in Kapitel 14, 32. Also bis bald, ich freue mich schon auf eure Antworten.